Gott und herzlich willkommen in Lachenoa. Sie befinden sich da, wo sich die Vielfalt befindet, in Schiltern. Mein Name ist Maria Hagmann und ich bin da in Lachenoa zuständig für die Jungpflanzenproduktion. Jetzt möchte ich Sie entführen in die Vielfalt der Blattgemüse-Raritäten. Im Smoothie ist die Blattmasse feinstens zerkleinert, wodurch das Chlorophyll dem menschlichen Körper verfügbar wird, um in kleinräumigen Gärten Grün, also Blattraritätenvielfalt zu ernten, greift man dann zu Sorten, die man mehrmals beernten kann, wie den Malabar-Spinat. Malabar-Spinat stammt aus Indien. Diese Herkunft ist eigentlich ein Hinweis darauf, wie wärmebedürftig diese Pflanze ist. Also wirklich ein warmes, geschütztes Blattsaal wäre optimal. Malabar-Spinat ist eine Rankpflanze, ist dankbar für eine Stütze, eine Rankhilfe. Kann man erst nach dem Frost in den Garten setzen. Wir haben da zum Beispiel Mizuna, das ist eine Sorte von Asiasalaten. Die werden abgeerntet und fein gemixt. Mizuna gibt dem Smoothie eine leichte Schärfe. Asiasalate beinhalten Senföle, welche leicht den scharfen Geschmack geben. Außerdem sind sie gut auf dem Butterbrot. Der Pflegebedarf und der Energieaufwand für Asiasalate ist nicht sehr hoch. Die Asiasalate wachsen auch schon bei 4 plus Graden. Das heißt, man könnte jetzt gleich raussetzen im Frühjahr und stets beernten. Solange das Herz nicht abgeschnitten wird, treibt er immer wieder nach. So ungefähr 2-3 Mal kann man ernten. Hier habe ich einen Mangold. Vom Mangold gibt es mehrere Sorten, die sich dann farblich variieren. Hier haben wir einen Stielmangold. Für die Smoothie-Bereitung ist das Einfachste, die Blätter abzuschneiden. Wieder aufpassen, dass man das Herz nicht verletzt. Dann treibt er immer wieder aus. Der Mangold bekommt bei optimalem Standort so große Blätter und ist damit sehr, sehr ergiebig für Smoothie. Das ist jetzt sehr was Interessantes. Mangold, der Same ist ein Knäuelsamen. Das heißt, aus einem Samenkorn kommen immer mehrere Pflanzen heraus. Und beim Pflanzen kann man die vorsichtig auseinanderlösen. In diesem Fall haben wir 4 Pflanzen, die ich mit ausreichend Abstand einpflanze. Mangold ist verwandt mit den roten Rüben und bildet auch unterirdisch eine sehr starke Wurzel, die relativ viel Platz braucht. So, jetzt haben wir es noch gießen. Beim Gießen empfehle ich immer wieder ordentlich zu fluten und dann erst wieder in einigen Tagen nachzugießen. Wem die Blattgemüsevielfalt im Smoothie zu grün schmeckt, empfehle ich, Banane, Apfel oder Avocado dazu zu mixen. Damit wird auch die Konsistenz etwas cremiger und schmeckt viel besser. Ich wünsche viel Vergnügen. Bella Flora, die Grüne.